kommt es vor allem darauf an, gut zu strukturieren, diesen kurz und einfach zu halten. Bedeutet also, er sollte möglichst gut verständlich sein, und gut verständlich heißt eben nicht einfach nur allgemeinsprachlich gut verständlich, sondern möglichst breit verständlich für möglichst viele Menschen. Da ist tatsächlich Einfachheit Trumpf, und zur Einfachheit gehört eben auch die Kürze. Man sollte im Vorfeld tatsächlich sich Gedanken zur Struktur machen, also nicht einfach in dem Sinne drauf lostexten, als dass man ohne eine Strukturierung, ohne einen Rahmen losschreibt, sondern sich zuerst diesen Rahmen zu überlegen, sprich eine Headline, ein Teaser und Subheads, also Zwischenüberschriften, diese sozusagen als erstes zu texten, um sich selbst einen Rahmen zu setzen, und dann kann man tatsächlich drauf losschreiben, und das sollte man auch möglichst durchziehen, Feinschliffkorrekturen erst danach. Wie gesagt, möglichst kurz, das heißt, Empfehlung wäre, unter 1500 Zeichen zu bleiben. Bei komplexeren Themen kann man natürlich Ausnahmen machen. Da macht es aber durchaus Sinn, oder hat tatsächlich in aller Regel Sinn, das Ganze auf mehrere Seiten und somit mehrere Texte aufzuteilen. In aller Regel empfiehlt sich das nicht, weil eben so ein Text in einem Gemeindebrief oder anderen Printmedien diese Anforderungen normalerweise nicht erfüllt. Die sind nun mal etwas strenger und höher im Online-Bereich, einfach weil die Nutzer dort a. schneller unterwegs sind und b. mehr gefordert werden. Das heißt, das Lesen am Monitor strengt mehr an. Ein Online-Medium zu nutzen ist komplizierter als ein Printmedium. Ich habe eine Bedienungsoberfläche und so weiter. Das heißt, da sollte man sich kurz fassen.